Ja, servus meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Ich sehe euch gar nicht. Ich hoffe, ihr seht mich, weil ich stehe hier ganz schön gegen die Sonne. Aber auch nur, damit der Moppy da hinten vielleicht erkennen könnt. Weil heute wollen wir versuchen, dass ich vielleicht noch mein Glück haben kann mit einem Graskarpfen hier. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, auf was Moppy nur angeln möchte. Das war ein bisschen chaotisch heute, das Losfahren. Immer mal wieder irgendwas vergessen. Aber das wird er bestimmt selber vielleicht noch erzählen. So, ich muss jetzt erstmal wieder arbeiten. Wow. Come on. Ich glaube, die BNK haben wir mit der Hunde. Schöner Fisch. Guck, ich bin Petra. Da geht's Petri. Schöne Barbe. Oh, da. Ja? Ja. Wolltest du jetzt ein? Nein, darf ich ja nicht. Wieso? Weil du das gesagt hast. Du bist doof. Ja, du brauchst jetzt vor der Kamera wieder nicht so tun, weil ich habe hier Essensverbot. Ist gar nicht wahr. Doch, würdest du mir bitte wenigstens die Maisdose da drüben rein? Erstmal kriegst du ein Babybill. Nein, die möchte ich nicht. Ich möchte wirklich erstmal die Maisdose, weil ich möchte ja angeln. Und? Anna hat euch ja schon begrüßt. Wahrscheinlich diesmal zum ersten Mal. Seit wie lang? Oh, da geht's ja schon los, die Rolle. Oh, geil. Geil, geil, geil. Nein, was machst du denn? Wie hängt das da? Mann, komm, was hast du denn überhaupt gemacht? Nein, hier umschalten jetzt. Nein, die kann man, die ist nicht zum Umschalten gewesen. Das weiß ich doch nicht. Oh Gott. Los, Kugel. Ist da jetzt was dran? Da weiß ich nicht. Hoch die Runde. Und? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Merke nicht. Wahrscheinlich. Pumpe mal, nee, mach mal erstmal hinten, ob du da rauskriegst. Jetzt wieder nach vorne, kurbeln, nach hinten. Jawohl, wieder nach vorne. Das aber gar nicht. Das passiert nicht. Ja doch, du kurbelst doch ran. Ich merk doch aber nichts. Ja. Ich hab den Baum. Ja, puh, da dreht die Anne. Aber ich merke nicht. Wie, du merkst nichts? Ich merke nichts, das ist kein Ruckeln, nichts. Ja, vielleicht hat er ein bisschen Kraut mit eingesammelt. Mach weiter. Geht doch schwer, oder nicht? Null. Also es tut mir leid, aber nein. Also ich weiß nicht, ob das anders ist, weil die so super lang ist. Aber ich habe das Gefühl, da kommt nicht mit. Gut, ich weiß auch nicht, wie sie sich leer anfühlt. Ich dachte, da ist ja auch hier, da wackelt ja auch nicht. Was sagst du? Der geht doch nach links, oder nicht? Oh, jetzt. Jetzt nach rechts. Jetzt musst du ein bisschen nach rechts halten, die Route. So, da haben wir schon den ersten Biss. Ich wollte erst schon sagen, Mensch, ich muss die Kamera live anlassen. Angst mit dem Bogen. Alles gut, mach einfach weiter. Da ist wirklich der erste Fisch dran. Voll gegen Licht. Ja. Komm, komm mal hier rechts vorbei. Rechts und geh mal vor zum Boot. Und die Angel nach rechts halten, dass er da wegkommt. Jawohl. Da ist der erste Fisch. Warte, ich halte die mal hier hoch. Schön nach rechts und immer schön pumpen, dass er da rauskommt. Jawohl. So, und so schnell, jetzt seht ihr mich da, das ist natürlich doof. Ihr wollt natürlich wahrscheinlich Anne sehen. Ja, die pumpt da drüben. Da ist er. Geil, geil, geil. Ist er jetzt da drinne? Ja. Sieht sich nicht. Warte mal, komm mal nicht schnell raus. Ich hab halt auch, weiß ich nicht. Ja, du bist jetzt da ein Kraut drin, wahrscheinlich. Ich halt den mal auf Spannung, hä? Ja. Also ich will nicht sagen, aber das war mir jetzt zu früh.
war darauf nicht vorbereitet. So, dann müssen wir mal helfen mit dem Boot. Du halt mal die Angel. Halte die Angel. Sagt er, was tun muss? Warte. Ja? Das ist auf jeden Fall ein Graser. Okay. Das ist schon mal gut. Soll ich irgendwas tun? Ja, halt mal hier schön. Probier mal. Noch Spannung. Ja. Alter Schwede, das ist ein Schlachtschiff. Wir haben den falschen Kescher bei. Ernsthaft? Ja. Soll ich weiter ran versuchen? Geil, geil. Das sieht klein aus. Oh, geht doch nicht. Meine Freunde, das ist das Prachtstück. 80 Zentimeter. Wir kümmern uns erstmal drum. Ja. Aber dickes, fettes Petri. Und danach erstmal die ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist. So, gleiche Darstellung wie vor dem ganzen Chaos hier. Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, ob Anna euch überhaupt erzählt hat, was wir hier machen heute. Ja, ich wollte einen Graskarpfen fangen. Ja, fertig. Film zu Ende. Fertig. Also zeitlich sollte das eigentlich noch gar nicht sein. So zeitig. Und man hat auch gesehen, alle waren null vorbereitet. Ja. War völlig offen. Absoluter Wahnsinn. Besonders muss man sagen, Anne hat wirklich das Glück für sich gepachtet. Also die erste Route rausgefahren, also man muss auch sagen, ich kann die Routen hier rausfahren, weil ich so viel, also ich kann so weit schmeißen, so weit wie ich hier rausfahre. Aber ich möchte das in der Kürze der Zeit die Routen perfekt liegen haben. Und deswegen fahre ich die raus. Aber ich kann die ja so weit rausfahren, weil ich kann doch so weit schmeißen. Hast du beim letzten Mal auch. So weit geschmissen. Ja, ja. Aber wie gesagt, da weiß man halt nicht, ist es verheddert, ist es nicht verheddert. Und so ist man hundertprozentig sicher. Und schon bei der ersten Route beim Rausbringen hat so Anne gesagt, es dauert nicht lange, dann kommt der erste Biss. Natürliche, normale Anne-Gesicht kam dann wieder mit, ja, ist ja klar, ist ja Quatsch, nee. Jedenfalls hat die erste Route einen Freilauf. Also über einen Freilauf die Angel rausgebracht, schön alles perfekt hingemacht. Und gar nicht dran gedacht, Anne zu sagen, dass die zweite Route keinen Freilauf hat. Also was hat sie gemacht? Den Rücklauf eingeschalten. Und? Du, wenn ich da irgendeinen Hebel an der Rolle sehe, dann denke ich... Und jedenfalls deswegen gab es jetzt so gerade bei diesem echt heftigen Biss, die Angel, die ist auch schon wieder fast abgehoben da, ja. Ist natürlich der Rücklauf eingesprungen bei dem Biss und hat natürlich alle gleich verheddert. Aber nicht so verheddert, dass es verheddert war, ohne zu kurbeln, sondern ich konnte dann mit Schnur raus aus dem Rottpott und sowas, konnten wir diesen Fisch hier landen. Und schon beim Kurbeln, also... Ich habe es gesehen an der Route, dass da auf jeden Fall ein Fisch dran ist. Anne meinte, dass es nicht so ist, weil es ist ja nicht schwer. Nein, also ich muss mich mal erklären. Weil, ne, erklär dich mal, ich kriege erst mal ran. Du guckst mich ja immer ganz böse an, wenn ich dann sowas sage. Ich merke nichts. Ne, für mich, also da war kein Widerstand. Also ne, das schwere Blei, ich weiß ja nicht, wie viel es ist, aber in der Hand, wo es so einfach so in der Hand lag, das hat sich schon schwer angefühlt. Und wenn das dann so weit, also für mich, hunderte Meter weit entfernt ist, für mich jetzt, ne, rein, also ein bisschen übertrieben, fühlt sich das super schwer an. Das ist wie auch, ne, als wir letztens hier bei Chris waren, da hatte ich auch einen 3-Meter-Wels dran. Weil der so schwer war. Ja. Ja, ja, jedenfalls hat man gesehen, dass da ein Fisch auf jeden Fall dran ist, wegen der Routenbiegung. Aber ich habe halt nicht so dieses Ruckeln gehabt. Er hat halt, und dann hat man gesehen, okay, jetzt. Dieser Fisch, der nicht dran war, zieht nach links. Das war die starke Strömung. Spätestens dann hätte man das eigentlich merken müssen. Aber egal. Hier vorne festgesetzt,
total krass. Also man sieht erst jetzt mit dem Boot, dass das alte Schilf hier ganz weit nach vorne draus steht. Da war der Fisch hintergeschwommen, den hätte man vom Ufer jetzt ohne Boot auch gar nicht mehr rausgekriegt. Also merke, jedes Mal, wenn wir jetzt hier angeln und wir angeln auf groß, dann müssen wir darüber das kleine Boot wenigstens mitnehmen. Weil das wusste der Fisch auch, der ist genau schnurstracks. Und dann kam übrigens auch wieder der nächste entsetzte Blick von ihm, Scheck, hier. Weil? Weil ich gesagt habe, was habe ich gesagt? Ich habe gedacht, du veräppelst mich, als er meinte, hier riesen Schlachtschiff. Dabei war das gar nicht böse gemeint, aber ich habe halt null gesehen, dass er irgendwas gekeschert hat. Ich habe nur ein ganz kleines Stück Schwanzflosse gesehen. Gern geschehen. Ja, danke. Gern geschehen. Jedenfalls ein Auftakt nach Mars. Ich glaube, die Route lag 5 Minuten. Ja, ich habe jetzt auch zu ihm gesagt, hier, nee, lass mal erstmal die Routen draußen, weil ich erstmal essen will. Ich habe nämlich Angst, dass das dann gleich wieder losgeht. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall, ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte hier einfach nur ein bisschen Posen angeln und den Feierabend genießen, aber ich denke mal, eine Route werde ich jetzt auch da hinten hinbringen. Also wie gesagt, wir können uns die springen da hinten, ne? Ja, ja, die sind da. Du kannst auch gleich wieder raus. Du kannst auch eine große übernehmen, wenn du möchtest. Nö, ich nehme selber eine. Okay. So, meine lieben Angelfreunde, was für ein anstrengendes Feierabendangeln. Aber geil, richtig geil. Ich weiß gar nicht, haben wir danach schon gequatscht gehabt? Ja, ne? Ja. Ja. Ich glaube ja, wir haben danach gequatscht gehabt. Ja. Ja, und heute ist es wirklich so, heute hätte man, keine Ahnung, einen Boilie-Film oder irgend sowas drehen können. Sagen können, hier, mit dem Boily in kürzester Zeit, der ist so attraktiv, das funktioniert. Aber diesmal können wir das nur mit deinem Futter machen. Genau, hier haben wir ein bisschen davon. Das gelbe Futter. Aus der letzten Folge, wo wir am Kanal waren. Wir waren gestern nämlich nach Feierabend an einem Kanal. Da habe ich 3 Barsche gefangen, Anne gar nichts. Auch mit dem Futter. Und da fragt man sich natürlich, ist das Futter gut, ist das Futter schlecht, weiß man nicht. Heute wollten wir eigentlich auf Raubfisch. Ja, eigentlich auf Raubfisch, eigentlich fiedern. Und dann ganz kurz entschlossen, weil wir dann noch ein bisschen rumgedacht haben zu Hause. Ach komm, fahren wir einfach hierher. Hierher und probieren noch mal ganz kurz auf Graser. Und Aal? Und Aal eigentlich. Aber wenn man das jetzt gesehen hat, wie schnell das ging. Und ich habe zu Anne gesagt, wo ich die erste Route rausgebracht habe, es dauert nicht lange, dann läuft die ab. So wart, geile Sache. Richtig geil. Ich habe jetzt auch eine mit einem ganz kleinen Dumbbell. Also ich angle jetzt ein bisschen anders. Anna hat ja 10 mm oder so drauf, müssten das sein. Ja, so ungefähr, glaube ich, 10 mm. Und ich habe so einen kleinen, keine Ahnung, 6 oder so drauf vielleicht. Mal gucken. Alle jetzt da hinten nochmal verteilt. Alle verschiedene Farben? Alle verschiedene Farben, genau. Ich habe einen grünen, du hast einen weißen und einen gelben. Ja. Auf weiß hat es schon... Auf weiß hat es schon gebissen und wir haben die Ruten jetzt... Auf den Plätzen getauscht, ja. Und nicht vorgefüttert, gar nichts. Wie sagt man mal so schön neudeutsch, total instant angeln hier. Mega. Können nicht so viel vorfüttern, wir müssen sparen. Ja, das können wir auch nicht. Besonders weil wir auch nicht wissen, ob wir dann den nächsten Tag auch dahin fahren und angeln. Ja. dafür sind wir einfach zu spontan, was das angeht. Dafür sind wir zu spontan, ja. Und wir sind sogar so spontan, schade. Und die Speicherkarte, die ist leider schon halb voll. Ansonsten würde ich jetzt... Weil der Film von gestern quasi, also das ist noch nicht runtergeholt. Und ansonsten würde ich jetzt die Kamera hinter Annes Beenruten stellen, weil ich würde denken, also die linke läuft jetzt als nächstes ab. Also der Platz, der noch nicht gebissen hat. Meinst du? Das sah da schon wieder beim Ablegen so geil aus. Wo bist denn du da reingefahren, dass es so geplätschert hat auf einmal? Da hinten? Sind die Fische aufgeschreckt? Ja, da bin ich kurz zu weit weggetrieben. Ja, da ziehen sich die Fische hin. Und so ist es dann mal. Wenn man da hinkommt, wo die Fische stehen, kann man doch ganz schnell mal einen Fisch fangen. Geil. Natürlich nicht für den Wettbewerb, für mich nicht so geil. Ich habe heute noch zu dir gesagt, solltest du heute den Graser fangen, ziehst du glaube ich vorbei an mir. Das könnte fast so sein, wa? Der Döbel fehlt mir noch. Na gut, mir fehlt der Barsch und der Aal. Ja, dann habe ich sogar 2 Fische Vorsprung. Dann hast du sogar 2 Fische Vorsprung. Also das ist jetzt krass. Also ich sag mal. Ich bin jetzt momentan, also wer den Stand wissen möchte, ich habe 500. Warte mal, wir können ja mal gucken. Wir können mal gucken. Da können wir mal den aktuellen Stand
Mhm. Ja, das ist interessant. Auch eine Posenrute mit rausschmeißen. Also ich habe jetzt genau 500 cm, bin auf Platz 52 bei halt Champions Cup. Genau, das ist ja der zählt bei uns. Genau. So, und du? Und du hast 566 cm. Okay. Und Platz 38. Das heißt, mit dem Graser. Bist du vorbei? Bin ich vorbeigezogen. Bist du vorbei? Also haben wir gerade momentan, wenn wir jetzt live wären, wärt ihr live dabei. Jetzt momentan der Live-Stand. Anne ist vorbeigezogen und mein Bart muss ab. Krass. Das wird echt ein ganz, ganz, ganz spannend. Besonders, weil ich ja gesagt habe, bei manchen Fischen, wo ich die Zentimeter nicht mehr aufholen kann. Also denke ich. Sag mal, also ich kann noch upgraden. Ich kann noch Hecht upgraden. Ich könnte Barsch vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Aal, der war ja jetzt so hoch. Also das waren ja 50 Zentimeter irgendwann mit 50, ja. Geht auf jeden Fall größer. Ja. Besonders, wenn man dann mit Köderfisch auch angelt, mit Kleen. Ja. Ja, bei mir wird's. Aber ich glaube, den Wels, den wirst du nicht mehr knacken bei mir. Es sei denn, du machst nochmal eine Tour mit Chris. Es sei denn. Oder du hast einen Glücksfang. Was ja, ich ja, aber, glaube. Aber also ein Glücksfang bei unserem normalen Angeln wird eine Steigerung 90 cm Wels nicht sein. Also da muss man schon gezielt darauf gehen. Ja. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens, wenn man natürlich hier in unserem Flussangelei, wenn man mit Köderfisch Zander probieren wollen, könnte auch ein Welsruf gehen. Aber trotzdem, also die knappe 90 cm, war denn 90? 91, 92? 94? Ja, die 95 haben wir leider nicht drauf, weil der hat ja. Also der lag halt. Die Schnute, doof. Ja. Also die Schnute guckt praktisch so drüber über diese. Ja. Also Wels kann man echt schlecht messen mit so einer Messmatte. Gut, den hättest du wahrscheinlich auf den Bauch legen müssen dafür. Oh, mein Maiskorn läuft ab. Ich fange jetzt auch die 60er Schleie und dann hätten wir jeden Fisch schon abgegradet. Aber da waren wir gerade beim Thema. Also das sind leider die Fische, wo ich denke, also Schleie hat Anne größer mit 51, 52. Da bin ich ja über 50. Das wird sehr schwer werden. Plötze, da hast du eine 40er, glaube ich, sogar. Warte, ich kann mal gucken, wenn du möchtest. Ja. Also, mein Aal hat 50. Mein Barsch hat 23. Mhm. Meine Brasse hat 41. Mein Hecht hat 55. Mein Giebel hat 43. Mein Karpfen hat 41. Meine Regenbogenforelle 38, mein Rotauge 38, meine Rotfeder 26, Schleie 51 und Wels 94. Ja. Soll ich jetzt bei dir gucken? Nee, das hat sich jetzt wahrscheinlich keiner gemerkt. Doch, die schreiben mit. Was, die schreiben mit? Die schreiben bestimmt mit gerade. Achso, na dann schreib mal. Ja. Schreib mal mit. Schreibt mal mit, kann ja eh mal so einen schönen Kommentar jetzt verfassen, wo das so drin steht. Ja. Wie der aktuelle Stand ist. Dann können wir nämlich den oben anpinnen. Ja, macht das mal. Ne? Alle, so. Die das Video vernünftig gucken und nicht immer vorspulen, bis der nächste Fisch kommt. Oder sowas. Oder meine Laber wegspulen. Du hast. Brasse. Hm? Mitschreiben. 48. Döbel 50. Graskarpfen 84. Hecht 71. Giebel 42. Karpfen 36, Regenbogenforelle 37, Rotauge 35, Rotfeder 31, Schleie 50 und der Wels 82. Also wenn es euch zu schnell war, dann spult einfach nochmal zurück. Ja. Naja. Also es wird, die Upgrades werden schwer für mich. Und wir sind ja, also wir machen ja einen fairen Wettkampf sozusagen, dass wir natürlich auch für den anderen versuchen, die Fische hat natürlich zu fangen, die er noch nicht hat. Also deswegen, man hätte ja jetzt auch gemein sein können und sagen können, nee, wir fahren nicht mehr an so einem See, wo Graser möglich sind, aber das ist ja Quatsch. Also wir wollen ja auch Spaß am Angeln haben. So soll es ja nicht sein. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch immer noch auf Aal angeln. Wir werden. Deswegen wollten wir heute eigentlich auf Aal. Weil ich nämlich daran gedacht habe, dass du deinen auch noch hast, auf jeden Fall.
Ja, aber, das deswegen, ist jetzt nur so, aber deswegen haben wir ja auch keine Würmer und alles sowas mitgenommen. Und warum nicht? Weil die zu Hause stehen. Ja, hast du stehen lassen auf dem Boot. Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß nicht. Ja, ich habe also quasi nur als Köder Mais bei und natürlich unsere Boilie-Kiste für das Boilie-Angeln. Mm. Und diese wundervollen Köderfische. Ah, da mache ich mir einen ran. Meinst du? Ja. Bin gespannt. Den lasse ich hier rumtreiben. Unsere schön eingelegten, toten Köderfische hier. Ja, das mache ich. Das mache ich. Da mache ich mir hier ein vernünftiges. Ihr könnt an deiner Stelle ein Stück Wurst dran gemacht und hier oben Fische fangen. Wurstfisch? Mhm. Aber damals haben die mal gesagt, bei uns in meinem alten Heimatort, da gab es so einen See, da haben die mal Wels auf Bockwurst gefangen. Du warst Wiener. Ja, deswegen. Wird es ein Wels. Ein kleiner Wels. Ein Wälzchen. Ein Zwergwels wahrscheinlich. Aber das sollte wohl geklappt haben. Aber da hast du recht, ich werde so einen Fisch daran machen. Aber dafür muss ich mir erstmal einen anderen Haken holen. Ja, ja, komm. Ich muss ja festmachen erst. Jawohl. Tja, und da ist der nächste dran. Sehr gut, schön pumpen. Willst du das machen? Nö, lass mal, ist gut. Wenn du die Angel nach vorne machst, geht das ja. Jawohl. Schön pumpen. Geil. Ich merke wieder nichts. Mega. Nee, dann ist das wieder ein Graser, kann ja sein. Man sieht es aber an der Rutenbiegung, du kannst ein bisschen fester machen, ja. Musst nur aufpassen, wie gesagt, beim Runtergehen, bloß so schnell runtergehen, dass die Schnur straff bleibt. Ah, okay. Genau. Dass sie nicht locker wird. Sehr gut. Jetzt können wir mal ein bisschen gucken, die Sonne ist ein bisschen besser geworden vielleicht. Dass wir einen besseren Winkel hinkriegen. War schon immer ganz schön locker kurz, also nicht, dass er ab ist. Merklich. Ja, okay, dann das war das Lockere. Okay. Schade. Der ist dann wohl ausgeschlitzt. Sieht mir weiß aus. Ja, wa? Jetzt im Schatten sehen wir echt weiß aus. Ich hab letztens hatte ich meine Nase hier heute, das passt ja nicht zu dem Bild. Oh, so siehst du schön braun aus. Danke. Ja, das täuscht wahrscheinlich auch einfach nur. Nein. Ja, aber wir hatten gar nicht glaube ich, darüber geredet jetzt mit deinem Fischverlust. Nach dem Fischverlust, glaube ich. Müssen wir denn immer über meine Fischverluste reden? Ja, das ist leider der aktuelle Anlass gerade. Na gut. Und warum hast du den Fisch verloren? Na, weil ich nachgelassen habe. Ich habe nicht auf Spannung gehalten. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gesehen hat. Ich habe ja gesagt. Bestimmt, ne? Die Leute haben ja im letzten Video auch gesehen, dass ich ja nicht angeschlagen habe. Haben sie schon runtergeschrieben, ja? Ja, der eine. Ich habe ihm recht gegeben. Ja, so ist es leider. Nee, das hat man leider gesehen. Anna hat so schnell beim Einholen der Schnur die Rute nach unten gemacht und hat dann erst danach so ein bisschen gekurbelt. Und dann waren zweimal die Schnur so richtig locker gewesen und das reicht halt aus. Damit so ein Karpfen, wenn er mit seinem Kopf schüttelt, damit er dann mit dem Gegengewicht, der Blei, was dran ist, den Haken rausschütteln kann. Weißt du, ich kann halt nur so gut arbeiten, wie mir mein Lehrer das beibringt. Mhm. Ja. Nein, wir hatten das Thema nämlich gerade eben schon. Da hat er nämlich gesagt, Mensch, was du in einem Angeljahr so gefangen hast, bla bla bla. Und ich habe gesagt, ja, aber einen super Lehrer gehabt. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ganz schön verboten. Das ist ja eigentlich Annes erstes richtiges Angeljahr.
Ist das schon rum, ja. Und ich sag mal, so ein 80er Graser, ein 90er Wels, ein 50er Aal, ein, weiß ich gar nicht, Barsch. Ey, letztes Jahr, da hatte ich einen 59er Aal. Naja, also mit 50er so, die, war jetzt so, ja. Gut, kann auch 60er sagen. Das war jetzt so generell gemeint. Also das ist schon Zander gefangen, schon Hecht gefangen. Auf Boilie und auf Wurm? Auf alles eigentlich. Ja. Also das ist schon echt, das ist crazy. Aber jetzt haben wir hier ein bisschen mit Mücken zu kämpfen. Und die Müdigkeit anscheinend? Ja, ein bisschen müdig ist so. Wir wollten meine Augen sind auch schon ganz schwer. Wir wollten ja eigentlich auch gar nicht wieder losfahren. Aber zum Glück haben wir das gemacht. Weil wenn man am Wasser ist, das ist genauso wie Sport machen oder laufen gehen. Bist du einmal dabei? Ja, wenn du erst dabei bist, dann ist... Nein. Wenn man dabei ist, ist es gut, aber bis man da hinkommt, um anzufangen. Du, ich sage nur hier, ne, ab diesem Jahr und so. Da wollten wir Sport anfangen, also machen. Hm. Haben wir wie oft geschafft? Einmal. Und wir haben jetzt gerade, Februar, also ist okay. Ist ja nicht so, dass man das vonnöten hat, den Sport. Ja, das sagen die Kommentare unter den Videos auch. Ne? Deswegen denken sie auch alle, dass ein Sangler unterwegs ist. Ja. Weil Mobby schwanger ist. Nein. Ja. So ist das. Wir essen gerne. Ja. Das stimmt. Die Leute, die uns auf Twitch verfolgt haben, die wissen das. Dass Anne sehr viel isst am Wasser. Das stimmt allerdings. Also, du, das ist ja aber so. Warte mal. Das geht, glaube ich, nie bis da runter. Nee, das geht nie bis da runter. Das ist auf jeden Fall witzig. Ja, hier unten liegt schon wieder der ganze Fressenkram rum. Aber die hört dazu. Mit dem Auto liegen. Da ist noch hier die Packung mit den sauren Pommes. Saure Pommes. Saure Pommes, habe ich mir heute gegönnt. Ja, na, ich denke mal ein halbes Stündchen oder so, war. Und dann packen wir ein. Also, wie heißt es immer so schön, eine Zigarettenlänge? Oder eine Zigarettenlänge. Und dann packen wir ein. Soll ich? Ja, jetzt. Jawohl. Sehr schön. Ja, muss noch ein bisschen zu dann. Ja. Sehr geil. Schön abgewartet. Also nur Kurbel beim Runtermachen. Ja. Sehr geil. Der sogenannte Einpackfisch. Also, oh, Entschuldigung. Ja, ich glaube, da ist noch was dran. Ja, ist doch sehr gut. Jetzt zieht doch schöner lang. So, wie stellen wir da hinten hin? Das Boot haben wir sogar schon rausgeholt. Das sollte jetzt trocknen. Hoffentlich brauchen wir den nochmal. Aber es sieht sehr geil aus. Jawohl, das machst du richtig gut. Danke. Ich weiß nicht, da geht nicht mehr links nach rechts. Ich habe Angst, dass ich nur noch den Korb mit. Nee, alles gut. Da ist ein Fisch dran, würde ich sagen. Meinst du? Na klar. Ja, okay, vielleicht doch. Wir sind aufpassen mit der Bremse. Wieso? Also aufmachen wir, oder? Pass auf. Was soll ich tun? Hoch, die Angel. Oh, alter Schwede. Ist das eine riesen Karaus oder was? Weiß ich nicht. Ich erkenne es nicht. Alter, da ist er, der Junge. Guckt euch diesen geilen Fisch an. 43 cm. Richtig geiler Giebel. Absolut mega. Und das auf so einem weißen, geilen Poppy. Geil. Anne hat's drauf. Mega, dickes Petri. Dickes Petri, dank. So, meine Mare, Freunde. Was für ein geiler Schluss mal wieder. Der sogenannte Einpackfisch. Mega. 43 cm Giebel.
Richtig geil. Auch dick und rund. Ja. So wie der Graser. Das ist wie so eine Kugel. Ja, so wie der Graser, dick und rund. Da sehen die immer noch größer aus. Ich hätte jetzt auch gedacht, der ist gute 50 vielleicht sogar. Aber da hat sich Anna nicht verbessert. Also es bleibt heute bei dem Graser. Aber heute, mit Stand heute, hat Anna die Führung übernommen. Ja. Ja, fass ich nochmal ein. Ja. Hat Anna die Führung übernommen. Also es wird jetzt, das geht jetzt spannend ich weiter. Ich muss auch sagen, dass das die kostengünstigste... Dass mein Bart ankommt, anstatt dein Sache. Tattoo drauf. Ja, ja, das stimmt allerdings. Ihr seht du bist es noch, halt sparsam. Ihr seht noch, Anna hat noch eine Route drin und ich habe noch zwei Routen drin. Wie gesagt, die eine mit dem komischen eingelegten Köderfisch. Ihr könnt ja mal sagen, habt ihr sowas schon mal ausprobiert? So eine eingelegten Köderfische. Also schreibt es mal in die Kommentare, ja. Ganz genau. Also wir haben die mal geholt und haben mir gedacht, voll cool, weil dann fänden wir mal keinen Fang. Ja. Aber wir fangen da drauf auch nicht. Nee, also bis jetzt noch nicht. Der lacht jetzt wirklich die ganze Zeit da. Da spielen noch die Kleinen überall rum und ich weiß es nicht. Mir ist das nix. Mein kleiner mini-grüner Poppy hat nichts gebracht, kein Biss da hinten. Und bei anderen war der Weiße. Nur der Weiße. Der weiße Renner. Es wären drei Fische gewesen, einen leider verloren. Kann passieren. Aber dafür einen richtig fetten Graser und einen richtig fetten Giebel. Mega. Also lohnt sich. Hm. Ich glaube, 3 Stunden angeln waren wir gewesen. No. Ungefähr. No. Haben hier ein bisschen gegessen am Wasser. Anna hat ein paar Fische gefangen, ich nicht. Du, dafür war ich gestern wieder Schneiderlieschen. Ja, das stimmt. Und das ist Angeln. Ja. Jedes Mal ist es spannend und man weiß nicht, was kommt. Aber man muss auch sagen, ne, also jedes Mal, wenn wir hier waren, der rechts gesessen hat, hat nicht so gut gefangen. Nee, stimmt nicht. Du hast das eine Mal hier, glaube ich, 2 kleine Satzkarpfen gefangen und die hier gar nicht links. Stimmt. Ja. Die, okay. Die These stimmt nicht. Aber egal. Es ist halt meine. Ist halt deine. Also in diesem Sinne, wir sehen uns Dienstag oder Freitag, wenn ihr wollt, 19 Uhr. Bis dahin. Tschüss, ciao. Und bis bald. Baby.